Als Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg freut es mich ganz besonders, dass Sie sich entschlossen haben, Luxemburg etwas näher kennenzulernen. Vor über 1000 Jahren begann die lange und bewegte Geschichte Luxemburgs als Festungsstadt. Heute ist Luxemburg eine Finanzmetropole und eines der wichtigsten politischen Zentren der Europäischen Gemeinschaft. Wir wollen Ihnen jedoch nicht nur historische Zahlen und Fakten präsentieren, wir möchten Ihnen auch einige original luxemburgische Traditionen und das Luxemburg von heute vorstellen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und hoffe, Sie behalten uns in bester Erinnerung. Entstanden ist Luxemburg 963, als ein Graf namens Siegfried von karolingischer Abstammung seinen Feudalsitz ins Zentrum vom heutigen Luxemburg legte. Dort befand sich damals schon eine kleine befestigte Burg, die Lucilienburg. So fand der Name Luxemburgs Eingang in die Geschichte. Der Name der Burg ging über auf die Stadt und später auf das Land um die Stadt herum. Heute tragen Stadt und Land den gleichen Namen. Die mittelalterliche befestigte Stadt war vor 1443 nie einer echten Belagerung ausgesetzt. In diesem Jahr aber wird sie von Philipp dem Guten, er war eigentlich nicht so gut für Luxemburg, Herzog von Burgund, durch einen Überraschungsangriff eingenommen. Wir fahren jetzt über die Rotbreck oder Rote Brücke am Monument Robert Schumann vorbei, das hier auf der rechten Seite am Brückenkopf steht. Es ist aus Luxemburger Stahl hergestellt und symbolisiert die sechs Gründerstaaten, die 1952 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet haben. Hier auf dem Kirchberg arbeiten die meisten der rund 13.000 Europabeamten. Sie kommen aus allen EU-Mitgliedsländern und arbeiten für die verschiedenen europäischen Institutionen. Rechts sehen Sie die brandneue Philharmonie Luxemburg. Ein spektakuläres Werk des französischen Star-Architekten Christian de Portzamparc, der übrigens dafür ausgezeichnet wurde. Daran anschließend erkennen wir das nationale Sport- und Kulturzentrum KOK mit seinem spektakulären Dach in Muschelform. Ein Gebäude, das wir dem französischen Architekten Roger Taillibert verdanken. Wir nähern uns jetzt dem neuen Bankenviertel. Als augenzwinkernde Hommage an diesen für Luxemburg extrem wichtigen Wirtschaftszweig ist die Skulptur Der lange Banker der Künstlergruppe Inges Idee zu verstehen, die auf der rechten Seite von der DK-Bank steht. In den Proportionen entspricht sie einem normalen Bankier, allerdings auf 8 Meter Länge vergrößert. Hier rechts ist seit 1991 der Stammsitz des internationalen Medienkonzerns RTL Group. Geboren wurde RTL Radio Television Luxemburg 1932 im Stadtpark Luxemburgs, in der bekannten Villa Louvigny. Heute heißt das neue Headquarter RTL City, das aus Bürogebäude und 18 Studios für die mehr als 20 Einzelfirmen der RTL-Gruppe besteht. Seit den 70er Jahren spielen Banken und Finanzen in Luxemburgs wirtschaftlichem Leben eine wichtige Rolle. Heute gibt es um die 150 Geldinstitute, die sich hier niedergelassen haben. Seit 1984 ist Lützeburgisch unsere Nationalsprache. Dabei handelt es sich um einen moselfränkischen Dialekt mit französischen Einflüssen und ab und zu sogar ein paar flämischen Anklängen. Gute Moin, so die allgemein übliche Begrüßung, klingt wie das deutsche Guten Morgen.
Andererseits erinnert unser Avour oder Eddie jedoch nicht zufällig an das französische Au revoir oder Adieu.